Also die Lernzeiten sind manchmal sogar richtig witzig und machen auch viel Spaß. Und da kann man auch wirklich über den Plusplaneten zum Beispiel oder den Lyrikplaneten, sind richtig spannend die Themen. Und ist eigentlich richtig cool. Und ja, ihr werdet bestimmt auch Spaß daran haben. Und ja, richtig cool, die Lernzeiten. Ich finde Lernzeiten gut, wegen da lernt man sehr viele Sachen über Mathe und Deutsch. Da kann ich auch weiter üben, was ich mag und was ich auch noch lernen muss. Die Lernzeiten ist ein völliger Unterschied zum normalen Unterricht. Man hat drei verschiedene Bereiche, wo man sich aufhalten darf. Einmal den Flur, die Ruhezone und natürlich den Klassenraum. In der Ruhezone gilt Einzelarbeit. Bei den beiden anderen Bereichen darf man sich aussuchen. Und die Lernzeit ist meiner Meinung nach schön, weil man in den Modulheften frei arbeiten darf und man einfach Spaß damit hat. Ich finde die Lernzeiten gut, weil da lernt man richtig viel. Man kann ja auch auf den Flur gehen, da lernt man auch viel. Also wenn man jetzt auf dem Flur ist, kann man halt reingehen. Man darf nur mit der 30 cm Stimme reden. Wenn man eine Frage hat, muss man das Schild, was da vorne hängt, muss man dann ausklappen. Dann kommt der Lehrer, weil der dann sieht er halt, dass es eine Frage ist. Dann ist halt noch der Klassenraum hier. Da kannst du dann halt noch, wenn du eine Frage hast, zur Lehrerin hingehen. Wir haben auch unterschiedliche Zonen, hier zum Beispiel die Ruhezone, da muss man ganz alleine und konzentriert arbeiten. Und man darf halt, wenn man Fragen hat, geht man halt aus der Ruhezone und geht zum Lehrerpult. Dann haben wir noch den Klassenraum, da kann man so ein bisschen mit den Nachbarn reden und Fragen stellen, wenn man Fragen hat. Man kann auch komplett Einzelarbeit machen. Dann gibt es auch noch den Flur. Da der Flur erwartet von dir 30 cm Stimme. Und wenn du Fragen hast, da haben wir dann so ein Fragezeichen, das klappst du dann aus. Und dann sieht der Lehrer oder die Lehrerin, dass du eine Frage hast und kommt zu dir, wenn du die überhaupt nicht lösen kannst. Dann gibt es auch noch verschiedene Zeiten, den Check-in. Da holt man bis 5 Minuten, da holt man seine Sachen, die man braucht. Und zum Beispiel Mathe-Lernzeit, da holt man sein Matheheft, sein Mathe-Schnellhefter, seinen Plusplaneten, also wie wir sagen, Modulheft. Und dann gibt es noch die Konzentrationsphase, dann bekommt man so einen Platz. Die geht 7 Minuten. Ist so ein Training, dass man sich anfängt zu beruhigen, dass man in die Arbeitsphase gehen kann, die 38 Minuten geht. Dann gibt es noch den Checkout. Da packt man alle seine Sachen weg und bereitet sich für die nächste Stunde vor. Also ich finde die Lernzeiten allgemein gut, weil man lernt da den Stoff nochmal, den man von der 1. bis zur 4. Klasse gelernt hat. Das ist etwas anderes als der normale Unterricht, weil man darf sich da aussuchen, an welchem Material man arbeitet.